Ja, hallo und Petri Heil, willkommen zurück zu The Fisherman Fishing Planet auf der PS5. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und heute soll es hier weitergehen, meine Sonnenfischanbeter. Ich möchte vielleicht später nochmal hier rüber übersetzen, aber jetzt würde ich erstmal in die Nacht vorspulen. Und zwar, ich glaube, um 2 hatte ich geguckt, da war so der Anfang der besten Zeit, weil ich habe mal kurz geguckt, Mensch, der Quappenrekord, den ich hier bisher aufgestellt habe, der liegt bei 4,9 Kilo und das war immer noch keine einzigartige. Deswegen würde ich das jetzt hier gerne nochmal probieren. Ich weiß nur, dass in der Region, wo es Quappen gibt, an der Elbe, Rhein oder so, wo sonst auch in Deutschland, da mögen die Quappen definitiv die Dunkelheit und deswegen dachte ich mir, Mensch, da probieren wir das auf jeden Fall nochmal in der Nacht. Ich habe es ja im letzten Part schon so ein bisschen angekündigt, ist ja klar. So, und wir sind hier im Part 111. Wow. Soweit also schon. So, die legen wir gleich mal ab. Ja, das war die falsche Ecke, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben noch 9 kleine Schnittköder, zur Not kaufe ich nachher nochmal neue. Aber ich würde den Rekord gerne überbieten, wobei das mit der Route, die Quappen kämpfen ja ganz schön stark. Wir haben im letzten Part ja zum Schluss eine gefangen. Was hatte die? 3, irgendwas Kilo. Und ich fand, die hat schon ganz schön Alarm gemacht. Dafür, dass die jetzt nicht so riesig war. Ist auch immer dann nochmal stark unterschiedlich. So. Und dann natürlich weiter hier angeln mit dem Runner. Da können wir nämlich auch schöne dicke Quappen fangen, wenn wir Glück haben. Ich glaube, ich habe es sogar, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das sogar mit der Spinnrute, wo ich diese Riesenquappe gefangen hatte und war da sehr überrascht. Ja. Das sieht gut aus. So, Schnur ein bisschen runter, dass wir hier möglichst schön der Köder läuft. Sehr geil. Ich freue mich, Leute. Minus 15 Grad. So viel hatten wir ja auch die letzten Tage über Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein paar schöne Feiertage. Ein paar vollgefressene. egal, wie auch immer ihr da gefeiert habt. Ich hoffe... Ah, das ist wieder die Muschelbank. Das ist unglaublich. Die ist immer noch da, Leute. Obwohl ich die PlayStation zwischendurch auch mal aus hatte. Oder? Nee. Nee, es war ein normaler Hänger. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Wenn es nicht die Muschel war. Naja, jetzt steht ja bald das neue Jahr an. In diesem Sinne wünsche ich euch natürlich schon mal einen guten Rutsch. Egal, wo ihr hinrutscht. Ob auf die Schnauze oder in eurem Freund, in eure Freundin, wie auch immer. Auf jeden Fall einen guten Rutsch gewünscht. Oh, und da ist was an der Pose. Werde ich hier mal kurz einleiern. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hoffentlich ein schönes Quäppchen. Das ist kein Riese. Aber da haben wir sie schon mal. Das ist der Beweis, dass sie nachts auf jeden Fall unterwegs sind. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier uns irgendwie noch eine an Land holen werden. Eine große. Ich hoffe es. Ich habe auch mal ein paar Köder sortiert bei mir, die in meinem Adventskalender von My Fishing Box drin waren. Herrliche, richtig coole Köder. Habe ich jetzt schon zum zweiten Jahr den Kalender. Macht echt Laune. Und nein, keine Werbung. Ich weiß, es gibt von ganz vielen Anbietern da irgendwelche... Ah! Warum? Nee, das muss jetzt... Ist das jetzt eine Muschel gewesen? Ich weiß, es gibt von vielen Anbietern irgendwelche... Was ist denn jetzt? Jetzt hing er irgendwo. Das ist diesmal wieder eine Muschel. Viele Kalender. Aber irgendwie habe ich angefangen mit My Fishing Box und die haben ja auch noch so andere Boxen und deswegen
habe ich mir gedacht, warum soll ich wechseln? Ich weiß, was ich bekomme. Und die Köder, die ich da letztes Jahr auch drin hatte, die haben halt an der Havel, wo ich in Urlaub unterwegs war, extrem gut gefangen. Und da dachte ich mir, Mensch, den holst du dir wieder. So, aber die Quappen sind auf jeden Fall schon gut aktiv. Und das Schöne ist, unser Köder ist ja hier auch für die Nacht. Deswegen sieht man den sehr schön. Hör! Momentan sind es noch die Kleinen. Noch nicht die Großen. Ich kann ja mal hier ganz vorne. Nein, was heißt ganz vorne? Mal so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie tief es hier ist. Aber scheint. Ja, liegt so ein bisschen auf Grund. Ja, sicher. Aber ich glaube, da ist auch schon wieder eine Quappe am Schnabulieren. Oder sehe ich das falsch? Und ich kann mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe da auch noch irgendwas für die Nacht hier im Inventar. Ein Köder. Oh nein! Habe ich jetzt schon wieder eine Muschel drin? Ja. Ich glaube, ich bin wieder auf der Muschelbank. Schade. Nee, Muschel war es nicht, aber immer Hänger da vorne. So, wo ist denn der für die Nacht? Ein Crankbait. So, hau ihn raus. Volles Rohr. Ich kontrolliere auch gleich nochmal die Grundrute. Die ist ja nun ewig untergegangen. Nicht, dass wir da auch irgendeinen Hänger in der Muschelbank haben. Oh, so verführerisch. So ein Crankbait. Crankbait. Leuchtet schön. Macht Alarm. Ja, jetzt ist einer eingestiegen. Na, endlich. Okay, das ist auf jeden Fall mehr als ein 2-3 Kilo Fisch. Nee, noch höher sollte ich es nicht stellen. Aber das scheint mir auch ein Forellchen zu sein. Ja, gehe ich mal stark von aus. Jupp. Ah, Kollege zieht. Der Kollege zieht. Ist das jetzt etwa schon der Endgegner? Ich weiß es nicht. Ach ja, und bitte schreibt mir mal in die Kommentare, das wäre mir wirklich sehr wichtig, ob in meinen Videos bei euch Werbung zu sehen ist oder nicht. Also normalerweise sollte keine zu sehen sein, weil ich ja hiermit kein Geld verdiene, sondern das einfach nur als Hobby mache. Ihr könnt es mir mal sagen. Ah, da ist wieder ein Weihnachtssäckchen. Da ist bestimmt wieder Feuerwerk drin, wa? Ja, aber die Quappen beißen dort vorne auch noch nicht. Jetzt haben wir aber hier erstmal unseren... Ja gut, er kommt schon langsam näher. Nicht extrem, aber... Da müsste eben mal springen, gell? Ja, na komm schon. Ja. Hier. Ja. Der Wind ist auch leicht aktiv, aber wirklich nur ganz leicht. Ihr seht es an den minimalen Wellen. Allglatt ist das Wasser nicht. So, jetzt kriegt man ein bisschen rein. Jetzt kommt er an die Oberfläche. Na, er will sich aber noch nicht geschlagen geben. Oh, und an der Grundrute. Bin ich der Meinung, dass ich da gerade ein Zupperle gesehen habe. Oh, stark. Starker Fisch. Hatten wir überhaupt schon einen atlantischen Lachs? Ja, einen kleinen, gell? Das ist auf jeden Fall eine Seeforelle.
Und die größte bisher Gefangene in der Zeit, wo wir hier waren. Oder? Nee, wir hatten eine größere. Ja, die 11,4 Kilo. Stimmt. Wie haben wir die denn rausgekriegt, wenn die schon so schwer ging? Hat man die an der Grundroute? Ich glaube schon. Aber die gibt gut XP und die braucht man ganz, ganz doll, damit wir endlich Level 34 wären. Schönes Tier. Schönes Tier. Und ein Haufen Kohle noch dazu. So, ich kontrolliere aber jetzt erstmal die Routen, weil da ist ja wirklich nicht viel los. Schade. Ich schlage einfach mal kurz rein. Manchmal hilft das ja schon. Wir haben gesehen, da ist es richtig tief. So, dann hauen wir das Ding einfach mal. Wir können es ja mal richtig weit raus. Vielleicht lüngeln die Krabben, die Quappen, nicht die Krabben, so ein bisschen an der Felskante rum, um dort Muscheln zu knacken oder eventuell kleine Krebse zu schnabulieren. Wir haben auch eine neue Mission an verschiedenen Gewässern. Oh, und da klingelt es schon. Cool, an verschiedenen Plätzen Zander zu fangen mit einem Silikonköder, also Flusskrebs-Silikonköder. Das gefällt mir sehr gut. Das werde ich dann auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Das hier ist definitiv kein Riese. Aber so schnell kann es gehen. Mal kurz angezogen und bumm, beißen sie. Ist ja auch was Neues hier in der Nacht nochmal. Ja, eine kleine Seeforelle. Da ist er. Gibt auf jeden Fall keine Minus-XP ab der Größe schon. Und das ist echt cool. So, Fiedermischung haben wir auch noch ein paar. Das sollte für den Part noch dicke reichen. Vielleicht kann ich mir hier im Shop noch was kaufen. Schauen wir einfach mal. Der war genau richtig. Würde ich dort natürlich wie immer liegen lassen. Aber mal gucken, ob die Quappen auch da hinten sind. Ich weiß es nicht. Am Versuch ist es natürlich wert. Aber die Bissfrequenz ist hier halt geil. Die Fische geben gut Geld, die geben gut XP. Ja, vielleicht auch wirklich einer der Super Spots, um hier Geld zu machen und XP zu farmen. Ihr könnt mir gerne ein paar Tipps von euch auch in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was vielleicht noch ein Mega-Spot wäre, um mich schnell auf Level 40 sozusagen zu bringen. Würde ich gerne mal von euch wissen. Na, jetzt hat es mal eigentlich kurz geruddelt am Controller. Das war's dann. Oh, jetzt. Das ist er bestimmt wieder. Oh. Okay, einen können wir noch. Das ist was anderes, was kleineres. Das könnte natürlich. Das könnte. Ein kleiner Splake? Nee. Noch ein etwas kleinerer Seesaibling, aber der hat sich jetzt halt zum Beispiel nicht so stark verkauft. Der andere war jetzt auch nicht viel größer. Es ist schon krass, wie unterschiedlich die kämpfen. Und wir sind bald bei 100 Kilo angekommen. Oh, da kriegt man richtig Kohle. Den nehmen wir richtig Geld mit. Aber das braucht man auch, weil wir brauchen dann den neuen Kescher, von dem ich schon keine Ahnung, wie viele Parts hier erzähle. Dass wir da mal einen neuen brauchen. Der wird nicht so viel Fisch fassen können. Ich glaube 100 Kilo vielleicht. Und maximal ein Fisch von 40 Kilo. Aber das sollte uns ja reichen. Weil der ist so teuer zum Reparieren. Ich glaube mittlerweile über 360 Coins oder so. Das ist natürlich unbezahlbar. Da kaufe ich mir lieber so einen, den ich reparieren kann. Ha! Oh, die gehen gut ab hier auf den Crankbait. Die gehen gut ab.
11 Meter vom Ufer. Da kriege ich ihn auch schnell raus. Das könnte eine Quappe sein. Ja, ist auch eine kleine Quappe. Hat man halt irgendwie gleich gemerkt. So, und die Uhus krakeelen hier um die Wette. Jetzt lasse ich das Ding erstmal draußen und positioniere die Rute nochmal neu. Mache ich wie zuvor hier auch mal kurz rein. Zack. Rübergestellt. Dann haben wir die auch gleich in der richtigen Reihenfolge. Hä? Jetzt ist hier ein Fisch dran, Leute. Man hat doch aber gar nichts gesehen. Entweder es war jetzt ganz, ganz großer Zufall, aber das hatten wir schon mal. Und die Pose hat sich ja wirklich nun gar nicht bewegt. Also auch dort hinten die Quäppchen unterwegs. Aber wirklich die kleinen. Ja, gehen wir hier mal hin. Weil die einzigartige, was war das denn? Heringsmarine? Die habe ich auf jeden Fall schon gefangen. Oh, und es geht gleich weiter. Ah, dann bleibe ich gleich mal dran. Ja. Zieh ab. Ja. Krass. Wie schnell. Unglaublich. Also sehr nachtaktiv, unsere Quappenfreunde. Aber wirklich, die kleine Brut ist da. Die ist schon sehr klein jetzt. Ich könnte natürlich mal probieren. Mal einen größeren Haken hier dran schmeißen. Zwei Nuller Haken. Und was fressen denn die Kollegen? Angeschnittener Krebs, mittlerer Schnittköder. Okay, da haben wir doch garantiert noch was dabei. Da haben wir doch garantiert noch was dabei. Angeschnittener Krebs. So, 2-0 Haken, angeschnittener Krebs. Bitte komm, Mutter Quappe, bitte komm. Ich möchte dich schön in meine Defal-Uraltpfanne hauen. Ach, die haben ja auch ein großes Maul, die Quappen. Ja, sieht gut aus. Ein großes Maul, so wie ich mit 16. Jetzt rede ich einfach nur noch viel. Oder ist da irgendwie eine Wasserpflanze zugegen? Komisch. Ihr habt es gesehen. War schon wieder irgendwie eine komische Begegnung. Als ob sich's ja irgendwo einhängen würde. Jetzt haben wir aber eine Muschel wieder. Als ob da wirklich Muschel Mountain dort unten irgendwo ist. Schöner Köder. Sieht gut aus. Grundrute steht still. Bringe ich jetzt noch mal aus. Vielleicht jetzt einfach mal Richtung Lagerfeuer werfen. Wir können es ja gerne mal probieren. Das Blöde ist, dann wechselt er das Futter wieder, gell? Deswegen probiere es lieber noch mal so. So nicht einfach nochmal stehen lassen. Soll ja schon geklappt haben, nicht wahr? Und das wird ein verrücktes Spielejahr, Leute, sage ich euch, 2022. Das wird verrückt, wenn alles das rauskommt, was sie sagen mit Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West und Elden Ring und ach, keine Ahnung, was da noch alles kommt. Das wird heftig. Für jeden Geschmack was dabei, also da muss man sich gut entscheiden, was man da spielt. Weil alles kann man sich nicht leisten und
die Zeit hat man ja dann auch nicht, um alles zu zocken. Ich freue mich persönlich sehr auf ein neues Fallout, wenn das mal angekündigt werden würde, wobei das dann wahrscheinlich natürlich Bethesda-exklusiv wird. So, die kleine Quappe, die war wirklich wieder sehr klein. Ich weiß nicht, warum gerade nur diese unterwegs sind. So, und jetzt hat es nämlich auch geklappt mit kurzem Anziehen hier auf unserem Shiner. Ich werde mir hier auch mal zwei Nudelhaaren dran machen. Ja, auch wieder eine kleine Quappe. Die scheinen wirklich gerade überall zu sein. Gucken wir einfach mal. Wir haben noch einen 2-0er dabei. Genau, sehr schön. So, mal ein bisschen hier in die Richtung werfen. Da ist es ja auch noch recht tief, also. So, wenn ihr irgendwas schnarchen hört, ich sag's dir dann immer gleich. Der Kater liegt hier auf der Couch. Und, naja, ist recht müde vom Rumrennen und Leckerlis suchen und was auch immer Kater so treiben. Die ist draußen. Selbst diese kleinen Quappen holen sich den 2-0er Haken. Das ist ja schon krass. Das ist ja schon sehr krass. Ja, jetzt habe ich die Routen natürlich wieder vertauscht. Wurscht, egal. Ich will jetzt noch mal gucken, ob wir vielleicht fischmäßig da noch irgendwas... Muschel. Ob wir da noch irgendwas selektieren können mit dem Köder, den wir hier an unserer Route hängen. Gucke ich jetzt gleich mal. So, wie schaut's denn aus mit Saugkarpfen, Flussbarsch, Hecht, Seesaibling, Lachs? Da möchte ich ja den ganz großen haben, Spawnsack und Shiner. Bachsaibling, was will der denn? Narrowspoon. Narrowspoon hat man nicht ganz so viel gefangen, aber vielleicht er jetzt in der Nacht. Bei denen hätte ich, das wäre so noch der zweite Zielfisch, den ich haben will. Splake, mega geil, 6,6 Kilo, einzigartig im letzten Part da. Mich natürlich sehr gefreut. Hier haben wir doch den großen. Ach, mal gucken, ob wir den irgendwie hier erreichen. Das wäre ja geil. Das wäre ja richtig cool. So, lassen wir erstmal ein wenig sinken. Es ist auch wieder recht still geworden. Das sagt mir schon, dass die größeren Haken schon abschreckender vielleicht sind auf die ein oder anderen kleinen Fische. Aber irgendwie haben sie ja doch genommen. Nur die Frequenz ist runtergegangen. Ich meine, hier ist ja auch ein 3-0er Haken dran. Das pfeifen diese Riesenfische sicher trotzdem rein. Ich will ja auch nochmal losgehen. Ich habe es, glaube ich, im letzten Part schon erzählt, mal auf Zander einfach nochmal. Ich habe Bock, meinen ersten Zander noch dieses Jahr zu fangen, aber... Also einen ordentlichen, davon rede ich jetzt so 60 plus. Ich würde mich mega freuen, aber es ist halt echt nicht einfach. Zu viel Hechte in dem Gewässer, wo ich da auf Zander angeln will. Und da hat man immer die Hechte als... Meistens fängt man dann nur die Hechte. So, das könnte doch 2 Kilo sein. Oh! Was denn jetzt los? Im Gange?
Och nö. Ha. Jetzt dachte ich schon, es kackt hier irgendwas ab. 1,8 Kilo. Gut, das ist auch nicht so viel, wie ich eigentlich dachte. Ich dachte jetzt eher, es würde sich irgendein Fenster öffnen. Sie haben gewonnen. 1 Million Kaulquappen werden Sie nach Hause geschickt. Per DHL. Nein. Das hat schon irgendwie komisch gewirkt. Kann natürlich meine Internetleitung gewesen sein. Aber solange es nicht komplett das Spiel abbricht, bin ich froh. So, und da hänge ich jetzt an die Grundroute, wenn ich die ja jetzt gleich drin habe. Ich weiß gar nicht, habe ich diese Lachseiersäckchen schon, die man da dran hängen kann? Oh! Nee, Muschel. Muschel, Muschel, Muschel. Aber so ging es mir auch schon an den Gewässern, wo die Zander drin sind, sind auch viele große Muschelbänke drin. Und dann dachte ich, oh geil, das muss ein großer Barsch sein. Ja, dann war es nur eine riesengroße Teichmuschel. Irgendwie der Jig-Spinner sich eingehangen hat. Gut, probieren wir es jetzt einfach mal. Die Zeit ist top. Wir sind jetzt damit so auf der besten Zeit eigentlich. So, Futter rein. Jupp. So, haben wir denn hier sowas? Wir haben große Schnittköder. Wir haben eigentlich recht viel, aber das haben wir. Nee, das haben wir nicht. Es ist die Scheiner. Sind die Scheiner unsere einzige Option, die wir haben? Ich wollte mal Richtung Lagerfeuer werfen. Machen wir jetzt mal. Wird mich auch auf einen neuen Rekord vom Atlantischen Lachs freuen, ohne Frage. Den gibt es aber, glaube ich. Nee, den gibt es, glaube ich, nicht in einzigartig. Werfen wir hier auch mal Richtung Feuer. Haben wir vielleicht nicht das Problem mit den Muscheln? Oh! Oh, 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 oh. Aber die Quappen sind da. Schön. Da haben wir schon viele gefangen. Wirklich schon richtig viele. So, wenigstens nicht mehr 1,2 Kilo Quappen. 110 Kilo. Ja, ich werde im nächsten Part noch einmal hier was versuchen, den Spot auf jeden Fall wechseln. Und dann würde ich mich mal auf die Zander-Mission begeben. Das hört sich für mich nämlich sehr interessant an. Gut, der Köder geht immer noch unter, Wahnsinn. Mist. Das sind auch Muscheln. Hier sind überall Muscheln. Es ist mir irgendwie, wo ich das erste Mal und das zweite Mal hier war, gar nicht so doll aufgefallen, dass das so extrem muschelverseucht ist hier. Dass man da oft diesen Beifang hat. Also ist es egal, wo ich eigentlich hinwerfe. Ha, Leute. Und wir wollen auch mal uns den neuen Spider-Man angucken, diese Woche noch im Kino. Leider ist es ja derzeit gar nicht so einfach, im Kino überhaupt was zu gucken. Mit den Regelungen. Ist ja sehr unterschiedlich von Ort zu Ort. Da sollte man sich eine Weile belesen. Aber ich freue mich mega auf den Spider-Man-Film. Oh, kleines Quäppchen. Schön sind sie ja, aber ich hätte sie gerne viel größer. Wenn ich überlege, dass ich eine 4,9er als PB hier habe, ist das ein bisschen wenig. Diese 1, irgendwas Kilo. Ist schade eigentlich auch ein bisschen. Ui,
Na endlich! Nach gefühlten 20 Jahren haben wir hier wieder was an der Grundrute. Und das könnte meines Erachtens eine Quappe sein. Und zwar 1,9 Kilo. Vielleicht auch 2,4. Oder es zieht gleich nochmal richtig. Dann würde ich sagen, es ist eine Seeforelle. Aber momentan bin ich noch auf der Quappenseite. Ja, würde ich sagen. Ja, vielleicht auch 2,5. Na, 3 Kilo vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass er 4,9 hat. Ich täusche mich aber gerne. Aber ich glaube es nicht. Oh! Das ging jetzt aber erstaunlich gut. Fast 100 cm Seesaibling in Trophäengröße. 9,9 Kilo. Na, das ist doch schon sehr nah an unserem PB. Und Geld kriegt man seit 1994. 1994. Schön viel XP. Geil. Das ist doch schon mal ein ordentlicher Fisch. Ein bisschen weiter gerne noch. Ja, so. So tun wir. Das ging richtig gut, den reinzuholen. Das sage ich. Da könnte man locker so 15 Kilo Fisch reinholen. Also es wird man richtig gut schaffen, denke ich. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin sehr gespannt. Bis der Rute krumm ist. Das möchte ich im nächsten Jahr auch selber nochmal probieren. Es wird schon wieder helle hier. Um 4. Da müsste ich die Zeit dann nochmal vorspulen, eigentlich. Ich meine, jetzt geht's noch bis um 5. Ah! Schade. Aber auf unseren Narrowspoon, wo sind denn die Bachsaiblinge? Sind die vielleicht ganz woanders? Aber die soll es ja auch in einzigartig geben. Deswegen würde mich das schon freuen, da so einmal an die Leine zu kriegen. Und die sind halt sehr hübsch. Mega hübsche Fische. Dann haue ich doch einfach mal in die Richtung. Wir können uns ja noch drüben drehen. Da spritzt es auch beim zweiten Lagerfeuer. Und die Pose nicht aus dem Blick verlieren. So. Dann können wir vielleicht auch mal hier wieder ein schönes Twitch machen. Funktioniert recht gut hier. Ja, jetzt muss nur noch einer reinhacken. Oh, und das Wasser, wie geil türkisblau das ist. In den flacheren Bereichen. Sieht so schön aus. Aber es ist tödlich, weil es ultra kalt ist. Schade, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier hat es auch. Ja, da. So einen schönen fetten Bachsaibling. Ah, das wäre doch jetzt was. Na, kriege ich irgendwie gleich Hunger auf ein schönes Forellenfilet hier. Das ist da. Mit einer schönen Kräuterkruste. Das ist eine feine Sache. Wenn es ordentlich zubereitet ist. Dazu noch einen schönen Salat. Und ein paar schöne Kartoffelecken. Oh, da.
läuft mir der Spucke im Mund zusammen, du. Das geht über und über. Ich habe gerade gesehen, dass es da ganz hinten rechts auch gespritzt hat, aber da hat man meistens nichts gefangen. Ich hau da gleich trotzdem nochmal hin mit der Grundrute. Oh! Holy moly! Er hat jetzt aber schön reingezeckt. There is a big catch on the other side from the rod. He fighting through his life. And this is the big catch. Oh, geil! Ach, ein Splake. Ich dachte mir schon, das ist irgendwas anderes. Das sah so ein bisschen anders aus. Schön gefightet, der Junge. Schön gefightet. Wenn man sich den jetzt vorstellt, wir haben ihn 6,6 Kilo gefangen. Den hat man natürlich nicht so schnell reingekriegt. So, jetzt bringe ich die Rute nochmal. Obwohl, ich leih einfach mal kurz rein, weil das in den meisten Fällen nochmal geholfen hat. Dasselbe mache ich hier mal. Hä? Habt ihr was gesehen? Da hängt doch schon wieder was dran. Also, ist das so ein bisschen buggy? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Was hat man denn noch hier von... Oh, hier. 42. Klar. Volles Rohr. So, erstmal schön absinken lassen und mal leicht anstippen. Aber hat das Twitchen jetzt den Unterschied gemacht? Definitiv. So, auf zu dem letzten schönen Fischen. Ob es nun 1, 2 oder 3 wären, das wären wir natürlich... Ah, nein, bitte keine Muschel. Doch. Ui, und es hat wieder was gebracht, Leute. Der Grundruder. Hör! So, komm mal her, mein Junge. Komm mal her. Das ist auf jeden Fall kleiner als 9 Kilo. Aber Fisch ist Fisch. Einen machen wir auch noch. Auf jeden Fall, weil ich wollte nochmal da ganz Rinder werfen. Den möchte ich schon nochmal eine Chance geben. So, was haben wir denn? Oh, nochmal ein schöner Splake und Trophäengröße. Ja, nehmen wir mit. Viel XP. Ach, schade, dass es mit der Riesenquappe immer noch nicht geklappt hat. Da hinten, da hauen wir jetzt einfach mal hin. Da, wo es 580,9 Meter tief sind, ist... Ah, jetzt liegt der Kater da wie Smaug im Hobbit-Film. Oder ohne Zahn. So, okay, jetzt hauen wir. Ja, lassen wir das Ding natürlich erstmal untergehen. Ich werde es auf jeden Fall hier nochmal probieren mit dem dicken Nervospoon. Natürlich wieder eine dicke Muschel. So, alles nochmal, was scharf zu machen geht, machen wir jetzt einfach nochmal scharf hier. Ja, aber richtig und gerne und wunderschön. Und dann hoffentlich
mit viel Erfolg zum dicken Fisch. Und ich hau auch noch mal hier Rinder, weil hier hat das Blake gebissen. Mal gucken im nächsten Part, wenn wir auf der anderen Seite stehen, am Morgen dann. Ich glaube, so gegen 7 Uhr ist dann am nächsten Tag eine gute Bisszeit. Vielleicht haben wir da ja dann noch mal Glück. Oh, der Kojote, der riecht schon die 128 Kilo Fisch und dämmelt schon auf seinem Pfoten hinter mir rum. Also muss ich aufpassen. So, und hat sich einer eingehangen. Geil. Ja, komm her. So, und das wird unser letzter Fisch sein, wenn nicht an den anderen Routen gleich auch noch was los ist. Oh, lass es wenigstens ein kleiner Bachsaibling sein. Oder, das könnte auch ein kleiner atlantischer Lachs sein. Ist auf jeden Fall keine Quappe. Und kein Saugkarpfen. Kein ein Hecht. Er zieht auf jeden Fall nochmal gut raus. Und die atlantische Lachse. Da würde ich sagen, ist es vielleicht ein 3-Kilo-Fisch. Jetzt kommt auch die Posenrute, glaube ich, nochmal in Fahrt. Meine Güte, Leute. Yes! Das ist doch das, was man erleben will hier, wenn man das Spiel startet. Ihr kennt es doch selber. Wunderschönes Wetter, schöne Atmosphäre, geile Fische. Oh, hä? Der hat Kraft, der Bursche. Der hat Kraft und ich werde jetzt nicht die anderen Ruten nehmen. Das wäre fatal, wenn ich jetzt hier Multitasking-Affenkönig spiele. Dann könnten wir uns das alles kaputt machen hier. Ich will jetzt wissen, was das ist. Kann natürlich auch einfach nur ein 6, 7 Kilo Seesaibling sein, aber es macht halt trotzdem Spaß. So, jetzt ist er gesprungen. Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt ist er gleich zu Hause. Komm zu Papa, na komm! Ah, es sieht nicht aus wie ein Bachsaibling. Sieht aus wie eine Seeforelle. Oder ein guter Splake. Oder ein Lachs. Ein Lachs könnte auch ein atlantischer Lachs sein, von der Färbung her. Ah, komm schon, mein Junge, komm schon! Ja, ist es auch. Hui! Oh, es dauert. Ja! Geil! Neuer Rekord. Schöner Fisch. Richtig schöner Fisch. Atlantischer Lachs in Trophäengröße. Fast 8 Kilo. 87 Zentimeter. Den gibt es ja, wie gesagt, nicht in einzigartig. Ich glaube, das wird somit das Größte sein, was man hier von der Sorte oder Art rausholen können. Und der ist wunderschön. Wunderschöner Fisch. Geil. Mega cool. Ich freue mich sehr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Jahr auch wieder auf meinem Kanal dabei. Ich freue mich. Ich hab euch lieb. Wir sehen uns. Macht's gut. Euer Affenkönig.